Nächste Frage stellt der Abgeordnete Ecker. Herr Bundeskanzler, arbeitende Menschen in systemrelevanten Berufen starten oft mit einer Lehrlingsausbildung oder mit einem Lehrgang und entsprechenden nicht gut bezahlten Praktikumszeiten. Aufgrund oder sehr oft aufgrund des hohen Frauenanteils auch mit einem Einkommen danach eher im unteren Durchschnitt im Lohnniveau. Sehen Sie hier eine Möglichkeit des Einwirkens mit entsprechendem Nachdruck Ihrerseits auf die Sozialpartner, um genau diese Lehrlingsentschädigungen bzw. diese gering bezahlten Praktikumsstunden monetär signifikant zu erhöhen, um eine sukzessive nachhaltige Erhöhung des Lohnniveaus anzustoßen und sicherzustellen? Ich glaube, mittelfristig haben Sie absolut recht und sprechen da einen wichtigen Punkt an. Allerdings sind wir jetzt gerade mit der Situation konfrontiert, dass wir alles tun müssen, dass es nicht zu wenig Lehrstellen für die jungen Menschen in unserem Land gibt. Wir versuchen daher als Bundesregierung jetzt einmal mit einem Bonus Lehrstellen zu unterstützen, damit nicht die Krise dazu führt, dass es viele junge Menschen gibt, die nicht die Möglichkeit haben, eine Lehre oder eine ordentliche Berufsausbildung zu machen.